Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Lostberg. Die dritte bereits heute für den Lostberg Sonntag. Wenn ich es nicht vergessen habe, dann werde ich sogar das passende Intro dafür noch reinquetschen. Aber ja, muss ich mal gucken. So, wir fahren zurück zum Hof. Werden uns hier einen Kurs nochmal machen. Werden uns hier am Anfang noch ein paar Sachen hier gönnen. Also ich klinge ein bisschen verkühlt wahrscheinlich zu den Folgen von heute Mittag. Weil der Unterschied ist einfach, dass ich die Folgen von Mittag gestern aufgenommen habe und diese 16 Uhr Folge heute früh aufnehme um 8.53 Uhr. Ja. Bisschen erkältet, aber ja gut. Läuft. So, ich habe eine Neuerung. Ich habe etwas gefunden. Moment mal, hier Shift und R. Es ist ein Animal Hut, so eine Art Animal Hut. Habe ich gefunden auf Mod Hoster. Da steht zwar, war jetzt ein bisschen kompliziert, den jetzt hier irgendwie zu aktivieren, weil da steht irgendwas aktivierbar mit der Taste Klammer oder irgend sowas. Habe ich getestet, geht nicht, Kommentare durchgelesen. Und da stand dann irgendwas mit Update und bla bla bla. Und jetzt mit linke Shift-Taste und die Taste R. Und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Es ist halt auf Englisch, aber mein Gott, wir haben Chickens, wir haben Hühner, 15 Eier und dann haben wir die Sheep, das sind die Schafe. 11 Stück, das habe ich, das alles echt, also das ist echt ganz gut. Produktivität 100, Sauerkeit 100, Wasser haben sie ein bisschen was. Es ist auch geil, wenn es angezeigt wird, das ist besser als wie der alte Animal hat, tatsächlich im 15er. Weil hier angezeigt wird, wenn es gelb ist, dann ist es schon ein bisschen so, da müsste man was dran machen. Und wenn es rot ist, dann ist es einfach leer. Das seht ihr unten zum Beispiel bei den Pigs, bei den Schweinen. Da haben wir keine Bohnen und keine Erdfrüchte. Ist leer. Und Liquid Manure, genau, das ist Gülle und Mist ganz unten. Es wird alles angezeigt, was benötigt ist, ne? Es wird alles angezeigt. Wie fahre ich jetzt hier rum? Ich glaube, ich fahre so rum. Jo, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, hier rumzufahren. Ja gut, dann müssen wir das mal hier so machen. Weiß gar nicht, warum ich jetzt erkältet bin. Ist ja, ekelhaft. Betag hat irgendwelche Probleme. Müssen wir gleich mal gucken. So, einmal hier rum, einmal darum. Mich freut es, dass der Waldra einigermaßen gut bei euch angekommen ist. Ein paar Leute hat ihm nicht gefallen, aber damit musst du halt immer rechnen. Aber im Allgemeinen finde ich den schon ganz cool. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, Dankeschön dafür übrigens, dass alle Waldra, die es gibt, Rückvereinrichtungen haben. Weil ich hatte gedacht, den gibt es nur ab einer bestimmten Größe, die Rückvereinrichtung. Aber bei Waldra ist das doch Standard, anscheinend. Jetzt müssten wir eigentlich einmal die Runde fahren, weil wir ja den Ausgangspunkt an der anderen Seite haben. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite durchfahren. So. Ba, 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 ba. So, und jetzt hier so leicht schräg hoch. Und dann hier rauf. So. Theoretisch müsste man hier schon wieder... Genau. Das heißt, Stopp. Speichern. Milchverkauf zum... Zum Werk. Passt. So, das machen wir jetzt erstmal weg. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz testen, ob unser Kurs auch funktioniert. Der wird wahrscheinlich Werk zum Milchverkauf. Passt, perfekt. Jo, und los. So, läuft. Oh, das läuft nicht so geil. Da müssen wir gleich mal helfen. Oh. Moment, habe ich das Gewicht noch festgefahren. So, jetzt geht's aber. So, wo musst du eigentlich... Ah, du musst hier runter. Okay. Das ist ja anstrengend hier, was du hier machst. Okay, den Drescher, den müssen wir auch noch aufräumen. Das habe ich auch ein bisschen vergessen. Also nicht vergessen, es war keine Zeit mehr heute Mittag. Das ist das Problem. So, aber ich wollte auf alle Fälle nochmal den Mist, glaube ich. Ich glaube, irgendwas mit Mist... Wir wollten Mist verkaufen. Richtig. Genau, da war doch was. Aber das ist jetzt... Also jetzt erstmal den Gedöns hier wegstellen. Weil da steht eigentlich nur rum und es dürfte wahrscheinlich gleich... Wo ist denn der CP-Fahrer? Wo fährt denn der rum? Oh, verdammt. Jo. Gut, das passt auf alle Fälle. Der ist schon mal weitergefahren. Gut, dann werden wir den Drescher erstmal parken. Ja. Kein illegaler Milchverkauf, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir verkaufen das alles selber an unsere Vertragspartner im Dorf. So. Den. Kann ich den hier reinstellen? Weil das ist sowieso so eine Halle, die ich eigentlich jetzt gar nicht mehr verwende, seit ich den
Kramer verkauft habe. Da wäre doch eigentlich ziemlich geil, wenn der hier reinpassen würde. Oh ja, war gerade so, ne? Und wie sieht's von der Länge hier aus? Ja gut, dann müssen wir halt ein bisschen, lass mal ihn so stehen, oder? Das passt schon, glaube ich. So, jetzt kommst du an die Reihe, sagen wir mal so. Müssen wir irgendwas mitnehmen zu den Schweinen? Ah, Bohnen. Wir müssen eigentlich den Anhänger tauschen, weil dem anderen Anhänger haben wir noch Bohnen. Alter, der ist schon unten. Geht der richtig schnell. Also, geht der richtig schnell, ne? Ist ja Wahnsinn. Na gut. Haben wir wieder gemacht. Ja, also, wenn das so weiterläuft, du, also, da möchte ich mich nicht beklagen, ne? Und jetzt sagen wir hier Werk zum Gedöns. Ja, ja. Ja. Die Kurve packt da nicht ganz. Da müssen wir eben ein Stückchen zurückfahren. Zeig mir mal alle Punkte. Ah, nee. Moment. Das war falsch. Ich habe es falsch gemacht. Es tut mir leid. Mir verkauft zum... Ja, hier. So, passt. Läuft. Können wir hier... Haben wir eigentlich wieder Eier im... Eier im Beutel klingt auch falsch, ne? Ne, wir haben kein Eier. Sehr schön. Okay. Okay, okay, okay. Das passt. Hier. Wir haben bestimmt, also bestimmt, ne, haben wir etwas Hof zum Schweinestall. Tada! Das ist sehr, sehr gut, weil, dann könnt ihr mit dem jetzt mitfahren und ich kann mir erstmal die Nase putzen. Ah, nice! Schön, wenn CP funktioniert, ne? Alter, wo bin ich jetzt eigentlich verschnupft? Das kann ich eigentlich ja gar nicht gebrauchen, ne? Das ist ja eigentlich kompletter Humbug hier schon wieder. So, den zum Hof bringen, den anderen mitnehmen und dann läuft die Luzi. So, hier rein. Den Anhänger, den Krüger-Akkuliner, den nehmen wir gleich hier mit, weil da ist noch, sind Böhnchen drin. Steckt im Verkehr fest. Da müssen wir gleich mal nach. Was das Problem ist. So. Hier ist voll, hier ist voll, hier ist voll, hier ist voll. Wir fahren hier rein. So. Perfekt. Ah, jetzt hat er sich wieder befreit, der Waldra. Ja, läuft. Ja, gut. Ah. Was war das denn für eine Aktion? Alter, habe ich die jetzt gedreht. Habt ihr gesehen? Das war jetzt aber Chuck Norris-like, ne? Mein Gott. Ich habe das Falsche ausgewählt. Tut mir leid. So. Jetzt aber. Gut. Jetzt müssen wir nochmal den... Bam, badam, badam, den... Ach Gott. Also um 2 mm geht sich das nicht aus, ne? Das ist ja Wahnsinn. So. Oh, da vorne kommt der Waldra. Sehr schön. Das, also mit CP läuft das wirklich sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich mir nicht gedacht auf dieser Map hier. Wegen dem Verkehr und so weiter. Aber hey, läuft. So. Den nehmen wir mit. Ah, da sind Böhnchen drin, also Sojabohnen. Und die bringen wir jetzt zum Schweinestall. Wir haben ja einen Kurs dafür, perfekt. So. Ba, 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 ba. Hier, nächster Wegpunkt. Ich lasse dich jetzt mitfahren, ich bin sofort wieder da. Da hat er gut funktioniert. Was bringt das irgendwas, wenn ich hier... Ah. Wir müssen ein Stück zurück. Das ist ein bisschen eng angefahren vielleicht, ne? Oder... Ah, für Frontal ist es halt sehr, sehr ungeeignet, ne? Ah, so geht's. Okay, so geht's. Ich hoffe, ich habe das... Ja, Mikro ist wieder an. Okay. Ich habe hier so ein wunderschönes Soundpult, Mischpult. Da kannst du halt auch alle Kanäle separat einschalten und ausschalten und... Oh, geil, ich liebe das Ding.
So, du hast durch den... Achso, ich habe nicht gesagt, ich soll sagen, meine Double. Alles klar, war meine Schuld, nicht deine Schuld. So, was haben wir denn hier noch? Wir müssten eigentlich Wasser holen. Ja, wir müssen Wasser holen. Wir müssen echt Wasser holen. Ich mache jetzt hier nochmal einen Kurs. Ich glaube, hier ist so der allgemeine, hier ist so die allgemeine Abfahrt, sagen wir es mal so, für das Fass. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Los? Nee, weißt du was? Quatsch. Quatsch mit Soße. Wir machen das nächstes Mal, weil ich jetzt, gucken muss, dass wir den Mist noch aufgeladen bekommen und die Bohnen abgeladen bekommen. Das wäre jetzt erstmal wichtiger, wegen der Nachfrage. Ich muss, oh mein Gott, ich muss das runterdrehen. Irgendwas klingelt hier. Oh, mein Wecker, Moment. Badam, 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 badam. Einen kleinen Moment. Wo ist das Wachstum? Pflanzenstamm, ja, das muss ich erstmal ausmachen. Weil ihr seht hier, wir sind noch am Ansehen und das keimt auf. Also das, ne? Das fängt an zu wachsen bereits. Und das ist ja mal gar nicht so geil. Das 700er Vario steht irgendwo. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, hier hat das gleich geschafft, ne? Schaffst du? Ja, schafft er. Ach so, ja gut. Habe ich gesagt, dass es kein Problem ist? Das ist ein Problem. Vor allem, wenn hier zwei Autos stehen. Wir sind ein bisschen zu weit nach links gerutscht, glaube ich. Sonst hätte das ja wohl einwandfrei funktioniert. Ich muss kurz mal weg ausschalten. Moment. Geil ist auch, Handy liegt im Bett, ne? Katze liegt daneben, Wecker klingelt, Katze haut ab. Kannst du machen. So. Erstmal hier, zack, da, da, da. Achso, ich stehe natürlich unter Teleskopleiter komplett im Weg. Aber, ja gut. Den brauchen wir ja sowieso gleich, weil, ja. Mist und so weiter. Müssen wir ja, wollte ich ja verkaufen. Weil momentan muss man einfach gucken, dass Geld reinkommt. Da muss ich jetzt auch ein paar Abstriche machen, was jetzt das Thema Gülle, also das Thema jetzt Dünger produzieren betrifft, weil ja, läuft halt nicht. Müssen wir eben gucken. Ich hoffe, ja, sehr schön. So. So, so, so. Ich habe ja auch einen Futtermischwagen, ne? Ich habe mir auch noch was überlegt, aber da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Dass wir vielleicht die Silageballen, die wir noch haben, dass wir die vielleicht in den Futtermischwagen werfen. Das rauskippen dann, als lose Silage sozusagen. Und die irgendwo hin, ja, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, wie sich das... Oh, der Beta hat fertig gemacht, sehr schön. Da, 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 da. Also das mit dem Mist hier ist schon ganz geil gelöst, finde ich. So. Hoch das Ding. Ho, 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 ho. Langsam, langsam, langsam. Wie war das mit... Ah, hier, okay. Seit ich meine Leslink gerade nicht mehr habe, ist das ein bisschen, ich war wirklich kurz davor, mir noch eins zu kaufen. Wirklich. Aber ich habe gesehen, dass auf Amazon, glaube ich, 4 Wochen Lieferzeit ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich glaube, ich würde es mir wieder kaufen. Weil einfach die Funktion und die ganzen Knöpfe und so weiter, klar kannst du es irgendwie anders auch machen, ne? Aber das ist halt in meinen Augen alles nicht so... Weiß ich nicht. Das ist nicht so geil. Also das LS-Lenkrad hat schon ein gewisses Ansehen bei mir. Obwohl es jetzt kaputt war, ja, okay. Kannst du jetzt auch sagen, ja, es ist kaputt, weil du hast ja nicht drauf aufgepasst und bla bla bla. Aber ich habe ja auch, ich kenne ja auch Leute, Manus zum Beispiel, den Tino, der hat auch das Problem gehabt, dass es kaputt wurde, und ich habe auch ein paar Kunden, wie heißt denn das, diese Bewertungen auf Amazon gelesen. Da haben auch sehr viele geschrieben, dass es kaputt war bei denen. Also ist halt die Frage, ob du jetzt, wenn du das LS-Lenkrad jetzt kaufst, ob das das gleiche ist wie damals oder ob sie da was ein bisschen verbessert haben oder, ne, das wäre halt die Frage, weil ich weiß es nicht. Weil mittlerweile müssen sie ja schon wirklich so viele Sachen zurückbekommen haben, dass sie wissen, woran es scheitert. Also da könnten sie wohl was gemacht haben. Das wäre nicht so schlecht.
So, jetzt haben wir wirklich alles. Dann gleich noch den Mais hier ein bisschen aufräumen. Das mache ich eigentlich echt gerne, ne? Viele haben vorhin schon gesagt, ich soll mir da irgendwas ausdenken, dass das automatisch gemacht wird. Aber das sind Sachen, die mache ich echt gerne hier. Das werden wir auch irgendwann, wenn es wirklich sehr, sehr viel ist, werden wir das auch ein bisschen automatisieren. Mit CP. Aber noch mache ich es echt gerne. Klar, vielleicht haben wir hier mal an die Kante ran, aber mein Gott. Das ist halt einfach so, ne? So, siehst du, haben wir schon wieder sauber gemacht hier. Ich lasse erstmal drin, weil juckt ja nicht, ne? So, wir werden... Ah, hallo! Wir werden aber erstmal... Sag mal, wo bin ich? Sag mal... Ah. So, wir werden erstmal hier Feierabend machen heute und den Mist dann morgen verkaufen. Wie viel haben wir denn da drin? Jo, 7500. Wollen wir ganz kurz gucken, wo wir hin müssen? Irgendwas blinkt hier. Ah, ich glaube hier... Nee. Gartencenter müssen wir hin. Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben lassen. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Lostberg. Bis dahin, macht gut. Ciao, ciao.